dass Sie ja schon alle hier sind, zeigt uns, dass das keine seltene Erkrankung ist. Es ist eine Erkrankung, die uns aber immer wieder zum Staunen bringt, wie viele Facetten sie hat, wie früh sie schon im Leben anfängt und hat immer noch Rätsel, obwohl sie schon fast 100 Jahre einen Namen hat. Und als erstes möchte ich Sie fragen, ob Sie diese drei Männer kennen. Bestimmt mindestens zwei davon. Ja. Das ist einmal Michael J. Fox, dann der Papst Johannes Paul II. Und Mohammed Ali, der weltberühmte Boxer. Und alle drei haben eine Gemeinsamkeit. Und Sie ahnen schon welche. Aber ich möchte Ihnen zeigen, wie diese Herren in der zweiten Lebenshälfte aussahen. Zwei von ihnen sind schon verstorben. Das ist Michael J. Fox. Das ist der damals noch sehr jugendlich und frisch werdende Papst. Und das ist Mohammed Ali. Sie sehen die Gesichter dieser Herren und denken sich, das kenne ich doch. Ja? Die starre Mimik, der Gesichtsausdruck. Und sie haben alle drei Morbus Parkinson. Ich sage Ihnen später, ich vermute, dass sie nicht alle drei die gleiche Art von Morbus Parkinson haben, aber dazu vielleicht ein bisschen später, wenn es Zeit hat. Genau. Und im Namen dieser Erkrankung haben wir diesen Mann zu verdanken. Einen Engländer, James Parkinson. Der war gar kein Neurologe, aber Arzt aus Leidenschaft, hat viel publiziert und hat dann irgendwann 1817 The Essay of the Shaken Palsy geschrieben, also über die Schüttellähmung. Daher stammt auch dieser deutsche Begriff, den ich irgendwie nicht schön finde, stigmatisierend. Schütteln und gelähmt sein, keine schöne Vorstellung, aber früher hat man diese Krankheit durchaus bezeichnet. Morbus Parkinson klingt wissenschaftlich. Und zum Anfang möchte ich Ihnen ein paar schnelle Fakten zu der Erkrankung sagen. Sie ist eine sogenannte neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, Nervenzellen gehen kaputt. Und sie ist eine häufige Erkrankung, und zwar die zweithäufigste, die wir kennen. Die erste ist Morbus Alzheimer. Vielleicht auch ein extra Thema. Und sie ist halt häufig. Die Angaben zu der Häufigkeit, die variieren je nachdem, welches Buch man nimmt, welche Gesellschaft man so betrachtet, aber etwa 20 pro 1000 Einwohner Deutschlands erkranken an Morbus Parkinson. Und je älter man wird, desto häufiger tritt der Morbus Parkinson auf. Aber nicht ganz. Denn Morbus Parkinson hat einen Gipfel um das 50. 60. Lebensjahr in seinem Auftreten und dann tritt es das erste Mal immer seltener auf. Das heißt, wenn Sie schon 80 sind und noch keinen Parkinson haben, haben Sie sehr gute Chancen, dass Sie gar keinen mehr kriegen. Es gibt aber auch Morbus Parkinson vor dem 50. Lebensjahr und wenn es so ist, dann ist es sehr wahrscheinlich sogar, dass Sie nicht an dem Morbus Parkinson leiden, sondern an einer jugendlichen, juvenilen Art des Morbus Parkinson und dass das wahrscheinlich eine genetisch bedingte Erkrankung ist. Nichtsdestotrotz, selbst wenn Sie mit dem 50. Lebensjahr die ersten Symptome bemerken, heißt es nicht, dass diese Krankheit erst dann aufgetreten ist. Sie fängt viel, viel früher an. Genau, etwa 1% der Parkinson-Erkrankten haben diese familiäre Form. Und dann nochmal sei gesagt, Michael J. Fox hat es sehr früh gekriegt. Ich denke, er wird die familiäre Form. Der jüngste Parkinson-Patient, den ich persönlich gesehen habe, Patientin, war eine Teenagerin. Und es dreht sich so ziemlich viel um einen Botenstoff im Gehirn, um das Dopamin, aber nicht nur um das Dopamin. Und
explizit um einen Mangel dieses Botenstoffs in bestimmten Teilen des Gehirns. Woher diese Erkrankung kommt, nach 100 Jahren, wir wissen es immer noch nicht, aber wir haben so eine Ahnung, wo es anfängt. Und zwar geht es hier die meiste Zeit um einen bestimmten, ganz kleinen, winzigen Teil des Gehirns, die Substantia nigra, die sitzt ganz tief im Gehirn. Sie sehen, dass tief im sogenannten Hirnstamm ein kleines Areal. Und dort sterben die dopaminhaltigen Zellen aus irgendeinem Grund ab. Und es kommt zu einem Dopaminmangel. Verantwortlich für dieses Absterben sind Eiweißmoleküle, die sich in pathologischer Weise zusammenklumpen und nachher, nach dem Tod, wenn man das Gehirn sezieren würde, es tatsächlich sehen kann, dass sich dort Aggregate, also Verklumpungen, bilden von diesen Eiweißmolekülen, die sogenannten Lewy-Körperchen. Und dieser Prozess, habe ich schon mehrfach betont, spielt sich tatsächlich zuerst nicht im Gehirn ab, sondern, wie wir wissen, sondern im Darm und im Riechsystem. Und das hat für uns später in der Therapie und in der Diagnostik Folgen. Da noch einmal so ein seziertes Gehirn und jetzt fragen Sie, wie ist die Substantia nigra? Also letztendlich ist es ein Schnitt so durchs Gehirn, Sie gucken quasi frontal drauf. Tief im Hirnstamm bei der Nummer 29, ich habe da mal einen Kreis drum gemacht. Und Sie sehen, dass dieser Areal tatsächlich dunkler erscheint als die umliegende Umgebung. Substantia nigra, also die dunkle, schwarze Substanz. Und diese Substantia nigra ist ein Teil unseres Bewegungssystems. Dass wir eine Bewegung initiieren wollen, dass unser Hirn sagt zum Atmen, beweg dich, das ist ein Teil. Ein sehr wichtiger Teil, eine sehr wichtige, also eine Autobahn, sage ich mal. Wir nennen es das pyramidale System. Und die Koordinierung, der eine Muskel zu sagen, kontrahier dich, aber dem anderen lass locker. Dafür hat das Hirn sich eine eigene Autobahn aufgebaut, nämlich das extrapyramidale System. Und dazu gehört nämlich dieser Morbus Parkinson als Krankheit dieser Gruppe der extrapyramidalen Bewegungsstörungen. Denn hier werden alle Bewegungen, vor allem Bewegungen, die hin und her gehen, alternierende Bewegungen, koordiniert. Und in dieser Substantia nigra sind tatsächlich auch die meisten Neurone lokalisiert, die mit Dopamin arbeiten. Und wenn man Dopaminmangel hat, dann wird diese Substantia nigra, wenn man das Gehirn eines Erkrankten sich anschaut, unter dem Mikroskop oder auch jetzt so seziert, wird es heller. Es verliert seine Farbe. Jetzt noch mal so ein Bildchen, so ein bisschen genauer ins Gehirn, noch einmal geschaut, noch einmal schauen Sie von vorne rein, in dem linken Bild aufs Gehirn. Denn Dopamin ist nicht nur in der Substantia nigra da, es ist überall im Gehirn und auch im Körper gibt es sogenannte Dopaminrezeptoren. Und Sie sehen hier eine Nervenzelle, die ihr Signal an eine andere Zelle weitergibt. Die Dopaminteilchen werden ausgeschüttet von Rezeptoren, erfasst und das Signal kann weiter fortgeführt werden. Und jetzt sterben letztendlich, oder stirbt die Produktion ab und die Rezeptoren werden nicht mehr beschickt. Und sie gehen unter, es herrscht ein Dopaminmangel, die Signale werden nicht weitergeleitet. Sie sehen da bildhaft, also schematisch, so ein Lewy-Körperchen da. Und das Gleichgewicht vieler, vieler Botenstoffe im Gehirn gerät plötzlich aus dem Takt. Weil wir haben nicht nur Dopamin, wir haben Acetylcholin, wir haben jede Menge. Und das Gleichgewicht ist sehr fragil. Und es fällt auf, dass zuerst das Riechsystem gestört wird. Und unsere Patienten, wenn man nachfragt, viele merken es selber, viele auch nicht, sagen, ja, als meine Frau was gekocht hat, ist irgendwas angebrannt, alle haben es gerochen, nur ich nicht. Oder der Kaffee schmeckt nicht mehr so wie früher.
Und das tatsächlich Jahre, bevor die ersten sogenannten motorischen Symptome auftreten. Denn erst 50% der Dopaminzellen müssen untergegangen sein, bevor man als Patient motorisch etwas merkt. Da kann man sehen, wie unser Hirn aufgebaut ist, wie auf Sicherheit es gebaut ist, wie viel erst passieren muss, kaputt gehen muss, bevor wir etwas davon merken. Und wir merken, dass die Bewegungen langsam, zäh, unkoordiniert werden, die Feinmotorik lässt nach und es kann zu dem charakteristischen Zittern kommen. Natürlich nicht immer sofort alles, nicht sofort in gleicher Ausprägung, und das zeige ich Ihnen jetzt gleich. Sie würden Sie einen Parkinson erkennen? Sie sagen, na klar, ich sehe jemanden, der an einer Steifigkeit leidet, sogenannten Rigor. Ich sehe nicht nur, dass er nur steif ist, sondern dass er auch bewegungsarm ist, also eine sogenannte Hypokinese aufweist. Er bietet ein Zittern, welches allermeist asymmetrisch ist. Das heißt, entweder nur die linke oder die rechte Seite ist betroffen oder die eine mehr. Im Laufe der Zeit wird es immer mehr werden und auch auf die andere Seite. Aber fängt meistens auf der einen Seite an und die Steifigkeit, die Bewegungsarmut merken die Leute. Mir hat mal ein Tennisspieler gesagt, ich habe das beim Tennisspielen gemerkt, dass ich mit dem Schläger, mit dem Ball nicht mehr so flott umgehen konnte. Das war das erste Symptom, was ich von meiner Erkrankung bemerkt habe. Und dann kommt es zu einer sogenannten Haltungsinstabilität. Mediziner sagen posturale Instabilität. Das heißt, eine Fallneigung nach hinten, häufig nach vorne. Und wenn man sich diese Symptome zusammennimmt, dann nennen wir das Kardinalsymptome. Aber die Krankheit ist weit, weit, weit mehr als diese vier Kardinalsymptome. Und die Erkrankung wird diagnostiziert, und zwar durch den Arzt, anhand der körperlichen Untersuchung. Es gibt kein sicheres Bildverfahren, kein MRT, kein CT, das Sie machen können und sagen, ich habe Parkinson. Es ist eine klinische Diagnose. Wir unterscheiden einige Typen. Manchmal regiert quasi die Steifigkeit und die Bewegungsarmut und das Zittern tritt auch nie im Laufe der Erkrankung auf oder sehr spät. Das nennen wir den sogenannten hypokinetisch rigiden Typ. Hingegen gibt es auch Erkrankungen, wo das Zittern dominiert oder nur das Zittern auftritt. Dann nennen wir das den Tremor-Dominanz-Typ. Und natürlich wie alles im Leben, es gibt auch immer eine Mischung, einen Mischtyp oder wir sagen Äquivalenztyp dazu. Sie sehen, die Haltungsinstabilität fällt da so ein bisschen raus in dieser Typisierung. Das macht aber nichts. Es ist eigentlich nur von dem Arzt wichtig und von Interesse, was für ein Typ es ist. Aber letztendlich, wenn man sich überlegt, verschiedene Typen können und werden auch ein bisschen anders medikamentös vorzugsweise behandelt, weil diese Typen reagieren anders auf die Medikamente. Dazu vielleicht ein bisschen mehr. Also, würden Sie ihn erkennen? Na klar, würden Sie sagen. Diesen Mann würde ich eindeutig, wenn ich ihn am Bahnhof treffen würde, identifizieren als einen, der an einem Morbus Parkinson leidet. Aber es kann auch jede Menge anderer motorischer Symptome geben. Nämlich die auch typische vorgebeugte Haltung. Das wird manchmal sehr, sehr rund, so dass der Rücken rund wird, krumm wird. Wir nennen das Kampftokormie, diese vorgebeugte Haltung. Aber nicht nur das, die Krankheit verläuft oft sehr einseitig, sodass die Leute, Sie sehen es schon, sich auch seitwärts neigen können. Und das bezeichnen wir so ein bisschen plakativ Pisa-Syndrom, eben von dem schiefen Turm von Pisa. Dann gibt es die sogenannte Hemmung der bereits angefangenen Bewegung oder Hemmung, mit einer Bewegung anzufangen. Loszugehen, loszumarschieren, so spontan funktioniert es nicht mehr. Oder wenn man einmal im
im Lauf ist, werden die Schritte kleiner und es geht halt nach vorne, weil man nicht anhalten kann. Wir nennen das Startstoppen. Wenn ich einen Patienten über den Flur gehen höre, weiß ich ungefähr, was für eine Erkrankung er hat. Und Parkinson hat einen sehr typischen Sound mit dem Schlurfen der Fußsohlen. Die Fußsohlen der Parkinson-Patienten sind häufig in spezieller Weise abgelaufen, wenn sie die Schuhe lange genug tragen. Gehwegplatten können zu einem Problem werden. Bordsteine, weil man stolpert. Manchmal auch über Banale, wo man früher nie dran gedacht hätte. Ich frage immer meine Patienten, haben sie Probleme, sich von rechts auf links im Bett zu drehen? Oder funktioniert das genauso wie früher? Manche sagen, eigentlich drehe ich mich schon seit Jahren nicht mehr im Bett rum. Da geht man mir so ein Lämpchen auf. Jo, da könnte was hinterstecken. Ja? Sie merken ja, alternierende Bewegungen. Eine Seite muss locker lassen, die andere muss sich anspannen. Ja? Extrapyramidales System. Der Armpendel hört irgendwann auf, wird weniger, meist einseitig. Das heißt, die Menschen laufen in charakteristischer Weise, bewegen sie die Arme nicht mit. Dieser Ausgleich des Gleichgewichts funktioniert immer schlechter. Die Wende wird unsicher, langsam, die Schritte werden kleiner. Ich hoffe, Sie können es sehen. Sie gucken gerade so. Ja. Ich erzähle aber so ausführlich, wie es nur geht, zu den Punkten. Und dann, und das macht die Erkrankung für mich als Arzt spannend zu diagnostizieren, aber auch kompliziert und jeder ein bisschen anders, weil es eine Fülle an nicht-motorischen Symptomen gibt. Und ich habe die in Kategorien zusammengefasst. Ich habe ihm gesagt, es fängt zuerst im Darm an. Also, meine erste Frage vor dem Drehen im Bett ist es, haben Sie Verstopfung? Und die allermeisten sagen, ja, schon klar. Ja? Solange ich denken kann, viele benutzen bereits Mittel, die Riechstörung habe ich schon erwähnt. Schlafstörung, eine sehr, sehr wichtige Sache. Parkinson-Patienten berichten häufig über einen unruhigen Schlaf. Sie reden im Schlaf. Sie wachen schreiend auf, das merken häufig die Partner. So mancher Partner hat auch im Schlaf schon mal einen abbekommen, sodass die Ehepartner getrennt schlafen. Intensive Träume, Albträume, Träume, von denen, wenn man aus ihnen aufwacht, so man, ist das jetzt Wirklichkeit gewesen oder man ist zunächst irritiert. Albträume. Einer berichtete mir, ich träume immer, dass Ratten an meinen Füßen nagen. Um sich schlagende Traum, habe ich schon gesagt. Aber auch Stimmungsschwankungen, Depressionen, Ängste, zunehmend verlangsamtes Denken. Es ist eben nur, nicht nur die Motorik, auch das Denken wird langsam. Und dann irgendwann am Ende der Erkrankung, wenn sie weit fortgeschritten ist, auch eine demenzielle Entwicklung, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Die verringerte Mimik haben wir gerade bei den drei Herren gesehen. Die monotone, heisere Stimme. Einige Patienten berichten, ich habe immer im Chor gesungen, jetzt kann ich das nicht mehr. Das Schriftbild verändert sich. Wie? Will ich Ihnen gleich noch zeigen. Der meist einseitige Ungeschick ist dem geschuldet, dass die Krankheit eben meist einseitig anfängt. Aber, und das ist so ein bisschen die Krux, viele Parkinson-Patienten, bevor sie zu einem Neurologen kommen, haben eine Odyssee hinter sich. Und zwar von Orthopäden zu Orthopäden, weil die Gelenke wehtun, weil die Arme, die Beine, es ist irgendwie steif, es bewegt sich nicht. Es werden gar Leute operiert. An Schultern, Halswirbelsäule. Später auftretende, auch nicht motorische Symptome habe ich hier noch genannt. Harninkontinenz, Blutdruck.
Regulationsstörung. Mir ist immer schwindelig, höre ich häufig von Parkinson-Patienten. Immer wenn ich aufstehe, muss ich erst stehen bleiben oder erst mal sitzen, mich hinsetzen und dann geht's weiter. Die Farbwahrnehmung kann gestört sein. Die Farben sehen so ein bisschen wie entsättigt aus, als ob sie mal im Fernseher oder im Monitor so ein bisschen die Farbstärke runtergesetzt hätte. Auch das gestörte Sexualleben gehört dazu. Ich habe kürzlich zwei Parkinson-Patienten von mir gebeten, einen Satz hinzuschreiben: Das Wetter ist schön. Ich habe gesagt, Schriftbildveränderungen. Was ist das für eine Schriftbildveränderung? Wir sehen eine Mikrographie. Oder noch andere. Die Buchstaben, das D, das A, das S, die normalerweise Rundungen haben, wenn man genau hinguckt, sind eben nicht rund, sondern machen schärfere Kurven. Und zum Ende des Satzes steigt quasi die Kurve, die Schreibkurve. Auch das ist ganz typisch. Und ich möchte Ihnen einmal das erste D, habe ich einmal umkreist, wie groß das ist, und das letzte N. Und hier habe ich das A genommen und auch das N. Und wer es nicht glaubt, dass es kleiner geworden ist, hier habe ich die Kreise noch einmal kopiert und daneben gemalt. Also, das ist Mikrographie. Die Schrift wird krackelig, die Schrift wird klein und sie weicht nach oben ab. Ich ahne, dass Sie vielleicht Fragen haben. Ich habe mir schon gedacht, welche Fragen Sie haben können. Und um vielleicht ein, zwei gleich vorwegzunehmen, häufige Fragen an den Neurologen. Ich zitter. Habe ich jetzt Parkinson? Nein, nicht. Jeder, der zittert, hat ein Parkinson. Deswegen ist auch vielleicht die Konsultation mit einem Facharzt ganz wichtig, um sich dessen bewusst zu werden, dass es noch viele Alternativdiagnosen gibt, die teils sogar ziemlich harmlos sind. Eine meiner Lieblingsdifferentialdiagnosen, die mit sehr viel Erleichterung aufgenommen wird, ist der essentielle Tremor, der erbliche Tremor, meistens aber beider Hände, der feinschlägig ist und niemanden stört. Und wenn man etwas Alkohol getrunken hat, hört er auf. Deswegen frage ich die Leute immer, was passiert, wenn sie sich ein Glas Wein trinken? Und ich kenne Ärzte, die operieren, die haben einen essentiellen Tremor. Der stört nicht, der wird nicht mehr. Kreislauftremor, also wenn der Kreislauf versagt, ein toxischer Tremor, hier ist meistens ein alkoholbedingter Tremor. Es gibt noch einen gutartigen Kopftremor, einen Ja- oder Nein-Tremor. Jeder hat schon mal einen Menschen gesehen, der damit erkrankt ist. Und Kleinhirntremor bei verschiedenen Tumoren. Wird man mit Parkinson dement? Ein klares Ja. Die Demenz gehört eigentlich nicht dazu. Oder erst sehr, sehr spät im Erkrankungsverlauf. Und wenn eine Demenz vorher auftritt, dann ist es wahrscheinlich nicht Morbus Parkinson. Und auch da lohnt es sich, einen Arzt zu konsultieren, damit man nicht auf die falsche Erkrankung behandelt wird. Ja? Häufig wird langsames Denken oder Depression mit einer Demenz verwechselt. Man kann sich mit Parkinson-Patienten, die schon langsames Denken haben, ganz normal unterhalten. Die brauchen halt länger, bis sie genauso sinnvoll auf die Fragen antworten. Ja? Also wenn eine frühe Demenz, dann stimmt die Diagnose nicht ganz. Ich habe gerade gesagt, MRT-Bilder, CT-Bilder gehören nicht zu der Diagnose. Das entscheidet der Arzt tatsächlich immer noch nach 100 Jahren anhand der Klinik. Stimmt nicht hundertprozentig. Das MRT wird trotzdem gemacht am Anfang der Diagnose, weil es viele sogenannte Differentialdiagnosen, also alternative Diagnosen gibt, bei denen Parkinson-Symptome imitiert werden. Und das MRT soll eben helfen, diese rauszufinden, wie zum Beispiel Schlaganfälle oder Hirntumore. Und vielleicht hat ja schon eine oder andere von Ihnen von einem sogenannten PET-CT oder DAT-Scan gehört oder auch selber gehabt. Ja, die gibt es. Die sind sehr nützlich. Und zwar in Fällen, nicht alles ist so klar, wie ich es da gerade dargestellt habe. Wenn der Arzt Zweifel hat,
an der Diagnose, weil man auf Medikamente nicht so anspricht oder der Ablauf der Erkrankung sich nicht ganz typisch gestaltet, kann man tatsächlich radioaktiv markiertes Dopamin den Menschen geben. Und es reichert sich dann halt in dieser Substantia nigra ein. Und man sieht, dass es da zu Fehlanreicherungen kommt, zu Asymmetrien. Das heißt, es verteilt sich halt krankhaft. Aber diese Untersuchung ist aufwendig, sie ist teuer, sie ist überall verfügbar und sie ist störanfällig. Deswegen ein Streitfeld, sage ich mal, kann sie hilfreich sein, aber sie dient nicht der Diagnosestellung. Und jetzt werden Sie mich fragen, warum soll ich mich behandeln lassen? Ich habe doch nur ein bisschen Zittern. Ein sonst gesunder Organismus kann das gut kaschieren, über Jahre. Aber ist er dazu gezwungen, einmal seine ganzen Kräfte gegen diesen Parkinson anzukämpfen, ohne dass man mit den Medikamenten ihm hilft, dann hat man irgendwann so seine Hypothek verwirkt. Es kommt zu so einer Erschöpfung. Und irgendwann, ich habe Ihnen diese Rezeptoren ganz am Anfang gezeigt, alles, was im Körper nicht benutzt wird, geht ein. Und diese Dopaminrezeptoren gehen auch an, die werden abgebaut und nie wieder aufgebaut. Das heißt, Sie können nachher mit Medikamenten auffüllen, was Sie wollen. Es wird nicht helfen. Das heißt, lassen Sie die Symptome behandeln und lassen Sie das Dopamin arbeiten. Lassen Sie diese Rezeptoren arbeiten. Mit einer ausreichenden, nicht nur so halbgar, mit einer ausreichenden Therapie. Ist Parkinson tödlich? Nein. Man hat mit Parkinson, wenn man ihn gut behandelt und ihn akzeptiert, gute Chancen, damit alt zu werden, wie alle anderen auch. Auch mit einer guten Lebensqualität. Und deswegen lohnt sich der Gang zu Ihrem Hausarzt, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Parkinson haben. Wenn Sie eines von den Sachen bei sich entdecken, von denen ich gerade erzählt habe, damit Sie mit der Krankheit alt werden. Also noch ein paar Angaben zu meinen Quellen. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke auch im Online-Stream. Und wenn Sie Fragen haben, jetzt habe ich viel geredet, dürfen Sie natürlich stellen. Herzlichen Dank. Wenn man so eine Aufzählung hört, dann denkt man immer, was kriege ich das alles noch? Kriegt man das alles? Ist das die Regel? Ist das so ein Ablauf, der unweigerlich erfolgt? Oder ist das etwas, wo man sagt, kann sein? Kann sein, eben. Ne? Jeder Ablauf einer Parkinson-Erkrankung ist anders. Es gibt auch Leute, die nur ganz wenig Zittern haben, ihre gesamte Erkrankung. Es gibt auch Leute, die nie ein Zittern kriegen werden. Es wird, wenn sie vor allem gut behandelt werden, ist es eine kontrollierbare Erkrankung. Individuell, und nehmen Sie es Ihrem Arzt nicht übel, dass es ausprobiert. Man muss es tatsächlich ausprobieren. Welches Medikament passt zu mir? Wir haben eine ganze Gamma an Medikamenten, das wird Ihnen gleich noch der Dr. Schindrig erzählen. Es ist tatsächlich von vornherein, man ahnt es als erfahrener Mediziner, was dem Patienten hilft, aber es ist immer noch ein Ausprobieren. Haben Sie Fragen im Moment? Einfach bitte. Ja. Ich muss eine Frage. Ja, dann vielleicht der Herr hinten. Ich hatte das die Hand zuerst gesehen. Ja. Ich bin 82 Jahre alt und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich mit 82 Jahren noch Parkinson bekomme. Richtig. Ist das richtig? Richtig. Das ist richtig. Ja. Jetzt habe ich noch eine folgende Frage. Seit einigen Wochen, deswegen bin ich hier, um mir das genau anzuhören, ist ja ein Wulst an Informationen auf mich hinzugekommen. Das kann ich ja gar nicht erstmal in der kurzen Zeit verarbeiten. Aber trotzdem habe ich die Frage, ich leide seit einigen Wochen an folgenden Symptomen. Wenn ich abends ins Bett gehe, bekomme ich so Elefantenbeine, das merke ich das gar nicht, ich lege mich ins Bett und dann habe ich ganz schwere Beine und dann über 2 Stunden zucken die
zucken die Beine, so. Mhm. So, dass sie nicht schlafen können. Ich kann da 2 Stunden nicht schlafen. Mhm. Und dann habe ich im Internet nachgelesen, das könnte der Anfang von Parkinson sein. Es gibt aber auch noch viel wahrscheinlichere Erklärungen, die sie haben, ja, die man hat. Natürlich kann das mal sein, dass Beinkrämpfe das erste Anzeichen sind, aber es gibt auch noch zum Beispiel die Erkrankung, das Syndrom der unruhigen Beine. Ja? Es ist tatsächlich ein Verwandter von Parkinson. Es ist auch eine Erkrankung dieses extrapyramidalen motorischen Systems, dieser zusätzlichen Autobahn, die für die Koordination zuständig ist. Und Sie werden staunen, die Behandlung wäre ähnlich. Was mich so ein bisschen noch erstaunt hat, Sie haben verschiedene Symptome, da haben Sie angesprochen. Ich leide über Jahre eigentlich an Verstopfungen. Das war stand bei Ihnen an erster Stelle als erste Anzeichen, dass im Körper bei mir sich etwas entwickelt in Richtung Parkinson. Und das wäre ja jetzt der Anfang, sagen wir mal, nach wie vielen Jahren fangen bei mir die Beine an zu. Nicht zittern, sondern das sind Zuckungen auf mal links, mal rechts und dann kann ich 2 Stunden nicht schlafen. Ja. In so einem Fall würde ich Ihnen empfehlen, suchen Sie dann eben zuerst Ihren Hausarzt und dann gegebenenfalls einen Facharzt auf, der mit Ihnen noch andere Symptome durchgeht, Ihre Erkrankung, Ihre Medikamente. Sie können also jetzt so anhand 2 genannter Symptome kann ich es nicht entscheiden. Entscheidend ist ein Gespräch und eine körperliche Untersuchung. Also es muss nicht Parkinson sein. Nein, es muss nicht Parkinson sein. Das sind alles Erkannungssymptome. Da waren noch Meldungen, die Dame vielleicht? Ja, ich wollte fragen. Mein Mann ist voriges Jahr festgestellt worden, 1 Jahr. Und er hat schon unheimlich viele Sachen, was Sie gerade aufgezählt haben und alles. In so kurzer Zeit wollte ich Sie fragen, ist das da normal? Oder er kriegt Medizin, Physiotherapie, Ergotherapie. Wir gehen nur schön raus in seine Stelle, aber auch die Haltung und dann das nach vorne, das ist ganz schlimm geworden. Da waren mal Fälle, wo wir ins praktisch nur noch gerade gehen, wir wurden auf dem Nacken, das sind wir gerne im Wald hoch, dann hoch, aber wunderwärts. Also da habe ich unheimlich Angst bekommen, ich muss ihn halten. Und da gehen wir jetzt so. Jede Parkinson-Erkrankung verläuft tatsächlich individuell, mal schneller, mal langsamer. Man kann auch bei Ihnen vermuten, dass, als Sie die Symptome vor 1 Jahr das erste Mal offenbar wurden, dass die Erkrankung auch schon länger da war. Nur man will es nicht so wahrhaben, da ist irgendwas ungeschickt, da ist irgendwas an der Stimme, die Schrift, naja, ich werde halt älter. Das heißt, Sie haben diese Krankheit nicht seit 1 Jahr erst, sondern schon länger. Manchmal nimmt sie halt Fahrt auf, ja? Das heißt, machen Sie gut Physiotherapie, lässt sich sehr viel mitarbeiten, ja? Lassen Sie sich gut behandeln, ja? Nicht zu knapp, dann haben Sie auch gute Chancen. Bitte? Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Kann man das auch durch die Ernährung irgendwie förderlich behandeln? Ja, achten Sie darauf, dass Ihr Darm arbeitet. Ihre Verstopfung dürfen Sie nur nicht mit Abführmitteln, aber mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden pflanzlichen Mitteln, ob das Backpflaumen, Flohsamen oder ähnliches ist. Der Darm, der arbeitet, hat man festgestellt, macht eine bessere Befindlichkeit und eine bessere Beweglichkeit. Und es hat auch noch einen schönen Nebeneffekt, die Medikamente. Vielleicht sagt noch Herr Schimmel noch was dazu, sie werden nämlich besser resorbiert. Ja? Weil wenn der Darm steht, man kann sich das so richtig vorstellen, da fällt die Tablette auf den Kot, bleibt da liegen, wird nicht resorbiert oder läuft so durch. Und dann können Sie oben reinschütten, was Sie wollen. Es kommt nichts an. Ja? Das heißt, lassen Sie Ihren Darm laufen, trinken Sie viel, vegetarische Kost, ist gut, faserreiche Kost. Sie können mit Ernährung sehr, sehr viel für Ihren Darm tun und für Ihren Parkinson.
Ja? Sie hat eine Frage beantwortet. Auch Nein sagen. Ja, der Herr hatte noch eine Frage. Ich habe eine Frage, alles gut und schön, aber soll ja auch in der Forschung weitergehen. Und da ist irgendwas im Gange. Ist im Gange. Ja, da gebe ich nahtlos an meinen Kollegen ab. Aber irgendwas läuft da und man weiß auch schon was und es geht in eine bestimmte Richtung. Nur das dauert auch nicht. Das ist eben das Problem. Wie alles in der Medizin. Ja, ich gebe jetzt ab. Lassen Sie uns mal tauschen, genau. Ja, genau. Ja, herzlichen vielen Dank. Gab es Fragen aus dem Zoom-Bereich, die zu beantworten wären? Ja. Möchten Fragen gestellt werden vielleicht nochmal zu dieser Thematik, zu der grundsätzlichen? So, kommen wir zum zweiten Teil. Das eine ist die Theorie, wie sieht die Erkrankung aus? Und Sie werden sich sicher Ihren Teil gedacht haben. Vieles ist, weiß Gott, nicht alles muss auftreten. Das ist mit Sicherheit nicht so. Das wissen wir aus dem klinischen Alltag heraus. Und doch ist es so, dass das eine oder andere Symptom, der eine oder andere auch schon mal bemerkt hat, wahrgenommen hat, nicht alles kann man dezidiert behandeln. Das muss man auch nicht dann sagen. Ja? Also es hat auch seine Grenzen in irgendeiner Weise. Man kann nicht beliebig Medikamente in sich hineinstopfen. Kein Mensch möchte das auch. Das heißt, man muss die Therapie möglichst gezielt ansetzen, an den Kardinalsymptomen arbeiten. Die Diagnostik ist vorgeschaltet. Das heißt, die Diagnose muss sicher sein. Eine Bildgebung ist erforderlich, um andere Dinge auszuschließen, die auch eine Rolle spielen können. Auch eine Laborkontrolle muss durchgeführt werden, eine gute klinische Untersuchung. Die Diagnose des Parkinsons ist an sich kein großes Problem, sie zu stellen. Sie kann manchmal ein bisschen knifflig sein, gerade so in den ersten Phasen der Erkrankung selbst, aber das gilt ja für fast alle Erkrankungen. Ja? Dass in fast allen Bereichen die Minimalsymptome, die ersten Symptome sehr schwer sind zu erkennen. Im Laufe der Zeit verdichten sich aber die ein oder anderen Dinge. Der Verlauf der Erkrankung ist zum Teil hochindividuell. Es gibt in der Tat schnellere Verläufe, es gibt aber auch Personen, die eine andere, eine intensivere Therapie benötigen, weil sie Dopamin anders verstoffwechseln als jemand anderes, der letztendlich behandelt wird. Und deswegen ist auch eine Adaptation, eine Anpassung der medikamentösen Therapie wichtig. Was enthält denn Dopamin hauptsächlich? Dopamin ist ein Botenstoff. Das ist eine kleine Kohlenwasserstoffverbindung, die eine spezielle Struktur hat, ist ein körpereigener Stoff, Dopamin. Kann genauso man wie Lebensmittel verstärkt zu sich nehmen? Sie werden das in wenigen Lebensmitteln finden. Es gibt Pflanzen, die Dopamin enthalten, aber leider nicht in der ausreichenden Menge. Deswegen war die Synthetisierung in den 60er Jahren an sich ein wahnsinniger Clou, weil vorher gab es das nicht. Es gab vorher keine Möglichkeit zu behandeln, angemessen zu behandeln. Und Sie werden einen Morbus Parkinson über die Jahre hinweg nur ganz, ganz selten mit oder ohne Therapeutika angemessen behandeln können. Man wird auf die eine oder andere Weise diesen sauren Apfel nehmen müssen und irgendwo mit versuchen müssen, mit der entsprechend angemessenen Dosis zu behandeln. Ich will gar nicht so textlastig sein, aber natürlich ist immer so ein bisschen Text dabei. In der frühen Phase eines Parkinsons, aber auch in der späten Phase bei einem milden Parkinson, muss man nicht zwingend behandeln. Wenn die Symptome aber alltagsrelevant werden, wenn Sie merken, Mensch, das ärgert mich jetzt, ich kriege die Knöpfe am Hemd nicht mehr richtig zu oder das Zittern der Schrift, des Schriftbildes ist auffällig, dann werden Sie sich ja ganz automatisch auch an den Hausarzt wenden und er wird versuchen, Ihnen eine entsprechende Weiterleitung an den Neurologen mitzugeben. Kollege Krawczyk sagt es schon, wenn man einen Morbus Parkinson früh behandelt, profitiert man über die ganzen Jahre hinweg. Zwei Gruppen von Patienten wurden in einer Studie nebeneinander gestellt. Eine Gruppe, die nicht behandelt wurde, die Krankengymnastik bekam, die alle anderen Dinge berücksichtigt hat, aber keine medikamentöse Therapie bekam. Und eine weitere Gruppe, die optimal medikamentös behandelt wurde. Und da zeigt sich nach 10 Jahren, dass die Gruppe, die Medikamente bekommen hat, deutlich besser zurecht ist im Körperlichen, auch was die Lebensqualität angeht. So raten wir in den allermeisten Fällen dazu, eine medikamentöse Therapie zumindest auszuprobieren und zu sehen, ob sie einen Nutzen haben.
Keiner von uns wird sie jemals drängen, Tabletten zu nehmen, die nicht helfen. Das ist klar. Aber man muss es zumindest einmal ausprobieren. Einmal mutig sein, diesen Schritt mal versuchen zu gehen. Ist das eigentlich ein Glückshormon? Ja, Dopamin ist auch ein Glückshormon. Richtig. Ja, ist richtig. Stimmt. Ein wichtiger Punkt auch in der Parkinson-Therapie ist, dass sie immer wieder angepasst werden muss. Sie wissen, dass diese Speicher, diese Dopaminspeicher, die wir alle in unserem Kopf haben, so nach und nach sich entleeren, das heißt nicht mehr ausreichend viel produziert wird. Das ist ein Alterungsprozess, ein spezifischer Alterungsprozess, wie wir ihn bei den Haaren merken, wie wir ihn bei der Haut merken. Wenn wir älter werden, verändern sich viele Dinge. Und auch das Dopamin wird nicht mehr in der angemessenen Masse und Menge produziert, die erforderlich ist, um eine Bewegung flüssig ablaufen zu lassen. Dieses Dopamin kann man ersetzen. Dieses Dopamin selbst wird überwiegend in den Basalganglien abgespeichert. Da will ich jetzt nicht redundant sein und wiederholen. Und das, was ich gerade sagte, die Speicher sind nicht mehr ausreichend gefüllt. Deswegen können wir versuchen, sie von extern zuzuführen. Und das ist noch gar nicht so lange möglich. Ja? Mitte der 60er Jahre erst wurde erstmalig Dopamin. Dopamin wurde schon früher synthetisiert, aber man wusste am Anfang gar nicht, was man damit machen soll. Das war gar nicht klar, dass das so ein Schlüsselhormon ist, das für den Parkinson so eine große Rolle spielt. Was macht das Dopamin? Auch das hat Kollege Kravchik schon erwähnt. Das Dopamin ermöglicht eine motorische, flüssige Bewegungsfähigkeit. Und wenn wir wenige haben, versucht der Körper natürlich, die Bewegung nach wie vor weiter ablaufen zu lassen. Aber sie ist nicht mehr so fein abgestuft, wie sie letztendlich einmal war. Und das Dopamin, hier ist die Formel dazu, das sagt Ihnen jetzt nicht ganz viel. Das ist ein Bioamin, letztlich eine Verbindung, von dem wir relativ viele im Körper haben. Botenstoffe, Neurotransmitter, letztendlich schmieren unser Gehirn. Die brauchen wir. Wir brauchen diese Botenstoffe, um Signale von A nach B zu transportieren und in den Körper zu transportieren. Und Dopamin ist eben das zentral wichtigste Medikament, das für den Parkinson letztendlich vorhanden ist. Und das Ziel letztendlich aller medikamentösen Dinge, und jetzt kommen wir zu den medikamentösen Bereichen, ist, dass wir die Dopaminausschüttung positiv beeinflussen wollen. Entweder geben wir direkt Dopamin oder wir versuchen indirekt die Dopaminausschüttung zu stimulieren. Ich gehe nicht auf die Grafik ein, ich will nur mal ganz kurz sagen, Sie sagen vorhin, in der Forschung passiert viel. Da passiert viel, aber seit Jahren. Ganz vieles erleben Sie gar nicht. Vieles kommt mal kurz auf und verschwindet wieder, weil es keine Chance hat. Manches dümpelt vor sich hin, weil es zwar zugelassen worden ist, aber nie wirklich erfolgreich ist oder viele Nebenwirkungen hat. Und manche Präparate verschwinden über die Jahre wieder, weil sie einfach zu wenig im klinischen Alltag angewendet werden, weil sie nicht oder schlicht werden. Die typischen Medikamente, nur dass Sie Namen mal gehört haben, ist Dopamin selbst, das kennen Sie, das Madopa, das Levodopa, das Narcom, das ist der Klassiker im Prinzip, die tragende Behandlung ihrer Therapie. Es gibt die Dopaminagonisten, das sind Präparate, die an den Nervenzellen andocken und letztendlich die Dopaminausschüttung verstärken, damit mehr Dopamin ausgeschüttet wird und die Bewegungsfähigkeit besser wird. Es gibt zudem noch Stimulantien, die den Dopaminstoffwechsel optimieren. Es gibt Medikamente, die verhindern, dass das Dopamin, das ausgeschüttet wird, zu schnell abgebaut wird. Denn es ist ja so, wenn Sie ein Signal geben, Hand beweg dich, dann ist es ja so, dass das Signal in Millisekunden ausgesetzt wird. Dopamin gibt das Signal weiter. Dann muss das Dopamin aber auch wieder weg, sonst hört die Hand nicht auf, sich zu bewegen. Und deswegen gibt es Substanzen, die das Dopamin auch wieder abbauen. In dieser speziellen Übertragungssituation zwischen Nerven und Muskeln und Nervensynapsen. Und diesen Abbau kann man verhindern oder bremsen und reduzieren. Und die eine oder andere Person ihrerseits wird einen solchen COMT-Hemmer haben. Das ist eine gute und wichtige und eine wesentliche Ergänzung in den letzten Jahren. Wann sind die zugelassen worden? Ich glaube, vor knapp 20 Jahren etwa sind die ersten Studien abgelaufen und dann auch die Zulassung erfolgt dazu. Stalevo werden Sie vielleicht kennen, Entacapone werden Sie kennen. Mehrere Substanzen haben mittlerweile diesen Wirkstoff auch als Inhalt. In welchen Abständen soll das dann kontrollieren lassen? Sie meinen den Dopaminspiegel? Den müssen Sie gar nicht kontrollieren. Der Dopaminspiegel wird ganz selten nur kontrolliert. In Studien macht man das durchaus, um zu sehen, ob gut resorbiert wird oder ob Medikamente Wechselwirkungen haben mit anderen Medikamenten. Der Dopaminspiegel wird normalerweise nicht kontrolliert, sondern es wird rein klinisch gesehen, reicht die Medikation aus, die Sie bekommen, oder sollte man eine höhere Dosis geben? Sie brauchen keine Spiegelbestimmung.
gibt unterschiedliche Erkrankungsphasen. Das ist ja wie in allen Bereichen auch, dass wir sagen, es gibt die ganz milden und leichteren Formen, in denen wir manchmal vielleicht diagnostische Probleme haben, aber meistens findet man eine gute Substanz, die letztendlich gut vertragen wird und letztendlich auch ausreichend hilft. Je länger die Erkrankung letztendlich existiert und besteht, und das beschreiben Sie ja gerade so ein bisschen, wenn Sie längere Zeit Medikamente einnehmen und älter werden und der Prozess der Erkrankung fortschreitet, bedarf es manchmal spezieller Hilfsmittel, spezieller Kombinationen. Und da reicht manchmal eine Tablette nicht aus. Da muss man gucken, dass man gute Kombinationen findet, die ihrerseits gut vertragen werden und die ausreichend hoch dosiert sind. Da darf man keine Scheu haben, es geht um Ihre Lebensqualität. Und wenn Sie sagen, ich fühle mich nicht gut unter der Medikation, dann muss man im Prinzip fast alles ausreizen, was man ausreizen kann, um zu sehen, wie kann man hier noch eine Begünstigung oder eine Verbesserung der Symptomatik erreichen. Ich hätte dazu noch eine Frage. Ja. Wenn ich eine Tablette davon einnehme, ist es sinnvoll, zum Beispiel vorweg etwas zu essen, dann das Dopamin zu nehmen und dann wieder noch zusätzlich etwas zu essen, dass es sozusagen eingebettet ist in Nahrung? Fast. Andersrum ist es, man sagt normalerweise, wenn man die optimale Wirksamkeit erreichen möchte, dass man etwa eine halbe Stunde vor dem Essen oder zwei Stunden nach dem Essen die Medikamente nimmt, damit sie eben nicht in Wechselwirkung treten mit Medikamenten und die Resorption, das heißt die Aufnahme des Wirkstoffes, nicht behindert wird. Ist das allgemein bei sämtlichen? Das ist nicht bei sämtlichen Medikamenten. Manche Medikamente ist das völlig wurscht, wie sie eingenommen werden. Und in der Tat sage ich zumindest in den meisten Fällen, gerade so bei den etwas leichteren Verläufen, nehmen Sie es zum Essen, damit Sie es nicht vergessen. Denn dieses halbe Stunde vorher oder zwei Stunden danach, das sehr lästig ist, da muss man dauernd dran denken, dauernd Wecker stellen. Das ist eine Situation, in der man sagt, ich nehme eine Tablette und sie wirkt nicht so gut, wie sie mal gewirkt hat. Oder Sie haben den Eindruck, auch als Arzt den Eindruck, ich gebe doch eine relativ hohe Dosis eines Medikamentes, aber es kommt nicht gut an. Und dann kommen solche Tricks, in Anführungsstrichen, in Betracht, dass man sagt, versuchen Sie es etwas anders einzunehmen. Versuchen Sie das Medikament eine halbe Stunde vorher einzunehmen oder zwei Stunden danach. In der Logistik, in der Alltagslogistik, nicht einfach. Und es ist mit Sicherheit besser, Sie nehmen die Medikamente dann möglicherweise zum Essen und vergessen sie nicht, als dass Sie dauernd die Medikamente vergessen. Ja. Um Wirkungsoptimierung zu erreichen, das bedeutet, dass Medikamente nicht mehr ausreichend stark wirksam sind oder Medikamente nicht den Effekt haben, den wir uns wünschen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Und ich komme nochmal darauf zurück, das ist das, was sich im Laufe der Jahrzehnte im Rahmen der medizinischen und klinischen Forschung ergeben hat. Es hat sich einiges getan beim Morbus Parkinson. Wir würden uns wünschen, sehr viel mehr, das ist überhaupt keine Frage, auch die Kausalität, die Ursache zu erarbeiten, an dem degenerativen Prozess zu arbeiten. Warum verlieren wir das Dopamin? Können wir das verhindern? Da kommt Ernährung immer zur Sprache. Ernährung ist jetzt nicht das Zaubermittel letztendlich, aber wir haben ein Gefühl, in den letzten, sag mal, 10 Jahren ist das vermehrt aufgekommen. Es gibt Untersuchungen dazu, dass die Ernährung einen wesentlichen Aspekt beiträgt zur Entwicklung der Erkrankung. Und es gibt bis heute keine klipp und klar aussagekräftigen Studien, die sagen, wenn Sie jetzt den ganzen Tag nur mediterranesisch ernähren und wirklich nur vegetarisch essen, nie wieder ein Stück Fleisch essen, dass Sie dann niemals Parkinson bekommen. Das gibt es nicht. Aber letztendlich ist eine gesunde und gute Ernährung, eine ausgewogene, angemessene Ernährung natürlich für Ihr Körpergefühl erstmal was ganz Wichtiges. Unabhängig von jeder Erkrankung wird sich diese Person, die normgewichtig ist, die sich bewegt und Sport treibt, also die Lifestyle-Elemente, die man direkt beeinflussen kann, wenn sie hier auf dem richtigen Weg sind, der richtige Weg, ich sage es in Anführungsstrichen, das kann natürlich auch mal eine Tafel Schokolade sein, das kann auch mal ein Hamburger sein, das kann auch mal über die Stränge geschlagen sein, ein Glas Wein mehr sein, natürlich. Wir suchen ja auch Lebensqualität. Es geht jetzt nicht hier darum, dass wir sie motivieren wollen, all diese schönen Faktoren des Lebens nicht mehr zu leben. Aber rauchen, wissen Sie selbst, wie ungesund das ist. Kein Sport betreiben, das sind klassische Faktoren, wo wir heute wissen, das nimmt keinen günstigen Einfluss auf die Erkrankung. Also versuchen Sie daran zu arbeiten. Es gibt Formen, die medikamentöse Gaben von Medikamenten, die sind retardiert. Die wirken mit einer einmaligen Einnahme über den ganzen Tag. Da kommen wir mal zur Einnahme dazu. Diese Medikamente kann man dreimal täglich nehmen
Oder als retardiert, verzögert freisetzende Form nimmt man sie nur einmal morgens und sie wirken 24 Stunden. Eine große Erleichterung, gerade dann, wenn man älter ist, noch die Herztablette da hat, die Zuckertablette hat und andere Dinge noch einnehmen muss. Also die Wahl dazu zu sagen, ich nehme eine einmalig einzunehmende Tablette, ist sehr leicht dann, gerade wenn Sie viele Medikamente haben. Da können Sie Ihre Hausärztin oder den Hausarzt mal darauf hinweisen, gibt es da die Möglichkeit, Tabletten zu kürzen? Das sollten wir uns generell immer fragen. Ja, wenn Sie mit einer Liste von 20 Tabletten kommen, ist immer der Wunsch da zu sagen, vielleicht kann man doch mal auf 15 reduzieren, das tut nicht weh. Ich hatte die COMT-Hämmer, die Medikamente, die den Abbau von Dopamin im Körper reduzieren können, im Bereich der Nervenzellen, habe ich erwähnt, Präparate, die wir sehr gerne verwenden, weil sie gut wirken. Sie bedeuten nicht ein Mehr an Tabletten, aber ein Mehr an Wirkstoff, den wir in den Körper hineingeben können. Das Amantadin habe ich genannt, wir haben die MAO-Hämmer, die ein oder andere Person hier wird einen von diesen Hämmern irgendwann auch mal genommen haben. Sie sind nicht besonders stark wirksam und es gab eine Medikationsdosierung, die damals auch sagte, sie wirkt neuroprotektiv, sie schützt das Nervensystem. Das war eine ganz beeindruckende Entdeckung. Wir sagten, das erste Mal haben wir ein Medikament, das hier die Neurone, die Nervenzellen schützt, den Dopamin das Dopamin reduzieren, verhindern kann. Kann sie nicht. Im Nachhinein muss man sagen, das war damals eine Studieninterpretation. Es hat letztendlich nicht diese Potenz, aber das suchen wir. Wir suchen die protektiven Substanzen, die das Nervensystem schützen. Das hatten wir eben erwähnt, die Einnahme der Medikamente etwa 30 Minuten vor oder 2 Stunden nach der Essenseinnahme. Und wir haben 2, 3 andere Varianten, die man auch in Betracht ziehen kann. Dann, wenn Medikamente nicht gut vertragen werden, dann, wenn sie nicht ausreichen oder wenn sie nicht lang genug wirken. Auch das ist ja eine Option, dass Sie eine Tablette nehmen, aber den Eindruck haben, Mensch, die wirkt ja nur 1 Stunde lang oder 2. Dann können Sie ja nicht alle 2 Stunden Tabletten nehmen. Und da gibt es Möglichkeiten, von denen ich Ihnen alle 3 kurz vorstellen möchte, an die man zumindest in dem Gespräch mit Ihnen dann denken soll, wenn Medikamente nicht ausreichend greifen. Es sind teilinvasive Verfahren, die wir hier benennen. Das eine ist die Apomorphinpumpe oder die Gabe von Apomorphin. Apomorphin ist eine Flüssigkeit, ein Wirkstoff, der subkutan in die Haut gegeben wird, mittels einer kleinen Pumpe. Was ist der Vorteil dieser Pumpe? Die pumpt die ganze Zeit. Das heißt, Sie müssen nicht einzelne Tabletten einnehmen und da regelmäßig Zeitabstände einhalten, sondern Sie können über diese Pumpe über einen gewissen Zeitraum, meistens sind es 12 bis 16 Stunden über den Tag, diese kleine Pumpe anstalten, das Medikament einsetzen. Sie haben einen Schlauch, Sie haben ein kleines Gerät am Gürtel, das Sie tragen, aber darüber kann man kontinuierlich einen Wirkstoff zuführen. Patienten, die die Medikamente schlecht resorbieren, das heißt schlecht aufnehmen durch einen sehr trägen Magen, nicht ausreichend Wirkspiegel aufbauen, hier gibt es die Möglichkeit über ein Duodopagel, ein Dopamingel, auch wiederum über eine Pumpe, über eine Magensonde letztendlich, das Medikament direkt in den Darm zu geben. Ein invasives Verfahren, aber ein wirksames Verfahren. Eins, das Sie dann besprechen sollten, wenn es Schwierigkeiten bei der Medikation gibt, bei der Einnahme. Und das dritte Verfahren, das Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört haben oder gesehen haben, zumindest aus der Presse heraus, seit, ich glaube, mehr als 50 Jahren wird das gemacht. Seitdem es Herzschrittmacher gibt, versucht man auch das Gehirn in Schritt zu bekommen. Diese Schrittmacherfunktionen laufen darüber, dass Kabel eingesetzt werden, Elektroden werden direkt an das Dopaminergesystem gegeben und dort wird über Stromreize quasi der Nerv so gereizt und die Neurone so gereizt, dass sie verstärkt Dopamin ausschütten. Es gibt besondere Formen des Parkinsons, wo sowas sinnvoll ist. Ich komme noch mal einen Schritt zurück zum Apomorphin. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, weil es auch etwas ganz Besonderes hat, das unter Umständen für den einen oder anderen interessant sein kann. Dopamin, 1951 die erstmaligen Daten publiziert, das ist gar nicht so unbedingt wichtig. Dieses Medikament aber gibt es als Apo-Pen. Das heißt, Sie können wie beim Diabetiker einen Pen mitnehmen in die Tasche und in Phasen, in denen Sie sehr schlecht bewegungsfähig sind, wo Sie auch sagen, Mensch, jetzt habe ich gerade eine Tablette genommen, wenn ich jetzt wieder eine nehme, braucht das 1/2 Stunde, bis ich gut beweglich bin. Der Apo-Pen kann in solchen Phasen gut helfen.
Den setzen Sie auf die Haut, drücken einmal ab, dann gibt eine kleine Dosis von Apomorphin direkt in die Haut. Die Wirksamkeit setzt relativ schnell ein und überbrückt eine Phase der schlichten Bewegungsfähigkeit. Apo-Go nennt sich dieser. Wie heißt das? Apo-Go. Apomorphin, Go heißt geben. Das heißt, wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie feststecken, und jeder macht solche Erfahrungen in seinem Leben irgendwo, dass er ein Ereignis erlebt, das ihn zunächst mal irgendwo auch befürchten lässt, was ist hier los. Und in solchen Phasen, wenn sie häufiger auftreten und auch länger andauern, ist so ein kleiner Pin manchmal Gold wert. Die Duodopa-Behandlung ist noch gar nicht mal so lange in der Therapie letztendlich angewandt. Es ist ein Gel, das in eine Pumpe gesetzt wird. Die Pumpe allerdings, muss man sagen, ist relativ groß. Das ist also, ich saß mal mit drei Zigarettenschachteln groß etwa. Dieses Gel wird hier eingesetzt, verbunden mit der Pumpe. Und, das ist das invasive Verfahren, über eine Magensonde, die letztendlich hier eingelegt wird. Wie eine Ernährungssonde bei Menschen, die nicht essen können zum Beispiel, kann man über diese Sonde gewährleisten, dass regelmäßig die ganze Zeit über kontinuierlich Dopamin gegeben wird. Damit kann man Bewegungsstörungen über den Tag auftreten, zum Teil hervorragend auch. Und die Tiefenhirnstimulation, grafisch können Sie das sehen, das sind kleine Elektroden, die beim Herzschrittmacher ins Herz gehen. Ja, Gang und Gäbe letztendlich über einen Schrittmacher. Genauso kann man diese Elektrodenkabel auch letztendlich über die Haut hinweg an das zentrale Nervensystem heranführen. Klingt ein bisschen gruselig, ist aber zum Teil eine beeindruckende Therapie da, und das gilt fast immer, wo die dopaminerge normale Tablettentherapie nicht mehr ausreichend wirkt. Fast noch wichtiger, finde ich, in den medikamentösen Therapien sind die Begleitbehandlungen, die letztendlich eine wichtige Rolle spielen. Ich führe es jetzt nicht im Einzelnen auf, das dauert viel zu lange, das muss man mit dem Arzt letztendlich einzeln durchsprechen. Was gibt es hier für Möglichkeiten? In welcher Phase der Erkrankung? Wie kann ich mich sportlich aktiv betätigen? Wie kann ich meinen Körper in Schwung halten? Da gilt ganz einfach, wer rastet, der rostet. Das heißt, gucken Sie, wenn Sie ein nicht sportlicher Mensch sind, finden Sie etwas, was Ihnen Spaß macht. Was Sie zusammen machen können, was Sie in der Gruppe machen können. Das geht von einfach nur spazieren gehen zum klassischen Wandern. Das geht über die Krankengymnastik, wo der Körper im relativ warmen Wasser, war jetzt ja 2 Jahre nicht möglich, aber wird demnächst hoffentlich wieder möglich sein, wo Sie sich krankengymnastisch bewegen. Bleiben Sie geschmeidig, trainieren Sie Ihren Körper. Lassen Sie nicht zu, dass diese verhärtenden Muskeln letztendlich Sie in eine schlechte Bewegungsfähigkeit. Sind es die Muskeln oder die Fazien oder beides? Die Muskeln. Spezifische Übungen, alles nachlesbar auch im Internet. Ich habe es nur einmal drin, dass man, wenn eine spezielle Frage kommt, was kann man tun? Dehnübungen. Ihre Muskeln ziehen sich, beim Parkinson ist das so, sehr gerne zusammen und öffnen sich ungern. Dehnen Sie sich, gucken Sie, dass Sie einen Besenstiel hinten reinnehmen, gucken Sie, dass Sie Ihre Arme entsprechend weit machen. Klingt alles lästig, aber Sie werden sich besser fühlen, wenn Sie da eine Routine kriegen im Laufe der Tage und der Wochen, in denen Sie tätig sind. Versuchen Sie da in eine gymnastische Übung hineinzukommen, in der Sie Spaß haben. Wenn es nicht ausreicht, nehmen Sie eine krankengymnastische Übung mit rein. Wenn es feinmotorische Dinge sind, nehmen Sie einen Ergotherapeuten mit rein oder Ergotherapeuten mit hinein, der mit Ihnen Übungen durchführt und der Ihnen auch zeigt, welche Übungen man machen kann. Das Erkennen von Frühzeichen beim Parkinson ist manchmal nicht ganz einfach, da haben wir schon einiges drüber gehört. Die Diagnose bei Morbus Parkinson ist in den meisten Fällen Blickdiagnose. Also uns geht es in der Tat so, dass wir in den Visiten häufig Patienten herausarbeiten, die vermeintlich einen Parkinson haben, wo wir dann über Befragungen auch sehen, dass wir entsprechende Beschwerden schon seit längerer Zeit vorliegen. Und da versuchen wir ein Therapiekonzept für den Patienten jeweils zu entwickeln. Die medikamentöse und symptomatische Behandlung. Die symptomatische Behandlung heißt in der Tat unter anderem auch Krankengymnastik, Sport treiben, Ernährung, spielen eine große Rolle und bedeuten, wenn sie gut behandelt sind, eine langfristige Steigerung der Lebensqualität. Und die Behandlung in der Spätphase der Erkrankung ist nicht einfach.
Das, was ich eben gerade beschrieben habe, sind Methoden in Spätphasen der Erkrankung oder bei schweren Verläufen. Bleiben Sie in Kontakt zu Ihrer Neurologin, zu Ihrem Neurologen. Gucken Sie, achten Sie darauf, schildern Sie die Symptome, seien Sie nicht zu früh zufrieden. Gucken Sie, was können wir optimieren, was für Möglichkeiten gibt es. Und jede Tablette, die Ihnen verschrieben wird, kann man auch wieder absetzen, wenn es sein muss. Sie müssen es nicht nehmen. Sie sollten es als Angebot zunächst mal verstehen, in dem Wunsch und der Hoffnung, die wir als Ärzte und Ärztinnen letztendlich ja pflegen, Ihnen zu helfen mit Ihrer Symptomatik. Kommen wir ein bisschen in die Forschung nochmal rein, das glaube ich war für Sie nochmal wichtig. Im Neuron selbst, ich habe es hier so schematisch nur drin, gibt es unfassbar viele Prozesse, die für einen guten Signalablauf wichtig sind. Nur so können wir denken, sehen, riechen, hören, schmecken. All diese Dinge spielen eine Rolle, wenn wir über das Neuron sprechen, denn Neurone steuern das. Wenn ich meinen Arm hebe, kommt hier vorne und hier vorne Signale zu meiner Hand, bis hier unten sind, sind ganz viele Transmitterbotenstoffe ausgeschaltet. Damit ein Nerv gut funktioniert, braucht er einen guten Stoffwechsel. Und nicht nur beim Morbus Parkinson, sondern auch wenn wir einfach nur älter werden, verändert sich dieser Stoffwechsel, so wie wir es auch kennen. So, ich merke es auch, ab 50 ändert sich einiges, keine Frage, dann nehmen wir einen Wandel wahr. Bei Erkrankungen erleben wir das eben, auch hier beim Morbus Parkinson, nochmal etwas anders und vielleicht etwas verstärkt. Es gibt das Alpha-Synuclein, ist ein kleines Eiweiß letztendlich, das über eine spezielle Verbindung zueinander zu einer Verklumpung führt. Und diese Synukleine führen dazu, dass Funktionsstörungen in den Nervenbahnen auftreten. Das ist das, was wir feingeweblich in Untersuchungen und Studien festgestellt haben. Da richtet sich ein Großteil der neuen Medikamente. Ziel ist es, die Entstehung und die Aggregation, also die Verklumpung von Alpha-Synukleinen zu verhindern und zu reduzieren. Und das sind die im Moment zumindest relativ aktuellen Studiendaten, die auf dem Weg sind. Und ganz nüchtern gesprochen ist das wahrscheinlich nur 20% von dem, was so in der Publicity, also in der Presse auch bekannt ist. Wirkstoff aus dem grünen Tee. Man kann es kaum aussprechen. Epigallocatechin-Galat. Ein Wirkstoff, der günstig Einfluss nehmen kann auf den Morbus Parkinson. Allerdings können Sie so viel grünen Tee nicht trinken, dass Sie das wirklich wahrnehmen. Da kriegen Sie vorher ein Leberversagen. Leider ist das so. Aber dieser Wirkstoff ist hochinteressant. Man versucht ihn zu verändern, man versucht ihn anders darzureichen, um letztendlich eine effektive Therapie aus diesem Wirkstoff herauszuholen. Es gibt spezielle Medikamente, die haben solche Codenamen. Keine Firma gibt sowas gerne vorher preis. Das sind Codenamen für spezielle Präparate, die gegeben werden. Da laufen aktuell im Moment Studien, mal mit 80 Patienten, mal mit 100 Patienten, mal mit 500 Patienten, indem man herauszufinden versucht, welche Substanz nimmt signifikanten Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung. Es gibt spezielle Antikörper, spezielle Eiweiße, die sich gegen diese Verklimpung richten. Es gibt Präparate, die angeblich eine Entgiftung des Körpers bewerkstelligen sollen. Da nenne ich hier Memantine. Memantine ist ein steinaltes Präparat. Das gibt es schon seitdem ich denken kann. Seitdem ich Neurologie mache, gibt es Memantine. Und immer wieder wird dieses Medikament genannt. Da läuft gerade wieder eine spezielle Untersuchung zu. Und es ist ein Medikament, das zugelassen ist, das man schnell auch wieder geben könnte, wenn diese Studie positiv ist. Und einer der zentralen Punkte, der immer wieder genannt wird, weil es so ein begleitendes, günstig einflussnehmendes Element ist, das ist die mediterrane Kost, also überwiegend vegetarisches Essen, nicht rauchen. Beachten Sie Ihre Risikofaktoren. Bluthochdruck, Cholesterinerhöhung, Vorhofflimmern, Herzrhythmusstörungen führen ja zusätzlich zu Schädigungen des Körpers, die ungünstig Einfluss nehmen können. Lassen Sie diese Faktoren günstig und gut behandeln. Das ist meistens die Aufgabe des Hausärztes, der Hausärztin. Optimieren Sie Ihr Gewicht, gucken Sie, dass Sie Idealgewicht halten und treiben Sie Sport, um dann letztendlich den Körper geschmeidig zu halten. Welches Ideal ist jetzt gemeint? Der BMI, wie der heißt, oder den Fallweg? Ja, ich will da gar nicht zu eng sein. Ich nehme es ganz gern einfach Körpergröße minus 100. Mhm. Das ist so das ganz alte Maß, das heute ja gar nichts mehr sagt.
im Prinzip können Sie mit dem BMI kommen, dann würde jeder sagen, irgendwie, wie mache ich das denn jetzt mit dem BMI? Das können Sie im Internet berechnen, das ist überhaupt kein Problem. Internet aufmachen, Körpergewichtgröße eingeben, dann haben Sie einen BMI-Index. Das Gewicht, in dem Sie sich wohlfühlen, ein wichtiger Punkt. Sie sollen nicht auf deinem Verderb eine Diät durchführen, mit der Sie sich nicht mehr wohlfühlen. Sie müssen gucken, dass Sie in Ihrem Körper wohlfühlen. Und das ist ja meistens schon in gewisser Weise in einem Bereich, in dem man Idealgewicht anstrebt. Den kleinen Bauch dürfen wir alle gerne haben, das ist überhaupt kein Problem. Es ist letztlich die Adipositas, die schwere Gewichtszunahme, die schädlich ist in diesem Bereich. Und nicht schädlich nur allein für den Parkinson, sondern für fast alles, für die Gelenke, für den Stoffwechsel insgesamt. Ich ende hier mal mit diesen ganz komplexen Dingen. Sie merken, vieles angerissen, vieles erwähnt, vieles bleibt vielleicht noch hängen. Vielleicht haben Sie die eine oder andere Frage jetzt noch, die Sie gerne stellen wollen. Sind wir beide, ich in jedem Falle da natürlich. Ganz kurz nochmal für Sie hinten, mir fiel das eben ein, als Sie fragten, die Diagnose der benignen, gutartigen Myoklonien. Myoklonien sind diese Dinge, die wir irgendwo alle mal erlebt haben, wo Sie plötzlich das Bein auszuckt. Einschlafmyoklonien, sehr lästig. Ja, sehr lästig. Da ist in der Tat ein Neurologe dran, der einmal guckt. Manchmal ist es eine ganz einfache medikamentöse Option, die man ansetzen kann. Das ist ein Benzodiazepin, ganz niedrig dosiert, kann schon helfen. Ich habe morgen, am Freitag, eine Sitzung bei einer Neurologin. Und fragen Sie mal nach. Es ist ja immer gut, mehrere Erklärung dazu. Ja, das ist sicher. Mir war es erstmal ganz wichtig, dass ich nicht generell davon ausgehen muss, dass es ein, glaube ich, der Anfang von dieser Krankheit ist. Es hat wahrscheinlich nichts mit dem Morbus Parkinson zu tun. Es ist am ehesten, ich nehme eine Einschlafmyoklonie, die sind gutartig, wie alle kennen sie, die können manchmal lästig und stark sein. Manchmal sind Grunderkrankungen dahinterstehend, weswegen der Neurologe einmal sich die Nervenbahnen ansieht und dann wird er eine gute Therapie für sie finden, sodass da ein bisschen mehr Ruhe einkommt. Ja. Schlafstörungen, ganz wichtig. Gucken Sie, dass Sie Ihren Schlaf gut gestalten, dass Sie in den Schlaf kommen. Und wenn das manchmal ein Glas Wein ist, natürlich. Auch das kann angenehm sein und gut helfen. Solche Dinge spielen eine Rolle. Gucken Sie, dass Sie gute Matratzen haben, dass Sie sich drehen können, dass Sie nicht in so einer uralten Matratze drin liegen, wo so drin liegt und morgens genauso wieder aufwacht. Gucken Sie, dass Sie da was finden, wo Sie eine Rolle hinkriegen, wo auch das Bewegen des Körpers, was er unweigerlich nachts tut, wenn Sie mal ein Video sehen, 8 Stunden nachts ist die ganze Zeit am Drehen. Ja, immer wieder versucht der Körper, eine neue Einlage, eine neue Lage anzunehmen. Also da hilft manchmal auch eine neue Matratze, um da einen besseren Schlaf zu provozieren. Gibt es noch Fragen? Völlig ermattet. Gibt es Fragen zum Internet, die wir vielleicht nochmal setzen können? Ja, diese Spritze, die Sie sagen. Das Apogo. Das ist jetzt, um den Dopamin zu erhöhen, oder? All diese Präparate sind dazu da, den Dopaminspiegel auf einem guten Level zu halten. Das Apogo muss gemessen werden? Ja. Also das ist ein klinisches Bild. Das heißt, Sie berichten letztendlich, und wenn es kompliziert ist und Sie es gar nicht richtig sagen können, macht man eine Dokumentation über den Tag, wie oft und wie lange sind Sie gut beweglich, zufriedenstellend beweglich, 30%, 40%, 60% oder den ganzen Tag gut beweglich. Mhm. Und wenn Sie sagen, ich habe immer wieder Phasen, da bin ich überbeweglich oder Phasen, in denen bin ich sehr schlecht bewegt, dann wird man darauf achten müssen, muss gucken, wie lange dauern die Phasen an. Und da kommen wir sehr ins Detail hinein. Man wird Sie bitten, wahrscheinlich, also wir würden Sie bitten, nehmen Sie ein Protokoll mit. Führen Sie ein Protokoll über den Tag, vielleicht über 3 Tage hinweg, in dem Sie sagen können, von Note 0 bis 6 oder 1 bis 6, wie gut bin ich zu den einzelnen Zeitpunkten bewegungsfähig. Dann kann man ein Profil erstellen, wann Sie gut und schlecht beweglich sind. Und kann darüber die Medikation adaptieren, also anpassen. Also man kann dann auch 2 von diesen Spritzen dazu nehmen, zum Beispiel. Über den Tag hinweg kann man auch das tun. Mhm. Oder man passt die Medikation an, damit diese Schlechtbewegungsphasen eben nicht andauern oder nicht so häufig auftreten. Dann würde man es vor dem schlecht beweglichen Tag. Wenn man weiß, das ist immer mittags um 2, kann man dort die Medikation anpassen entsprechend. Also es gibt viele Möglichkeiten, das ist überhaupt keine Frage, viele Möglichkeiten, langfristig auch eine gute Therapie zu gewährleisten. Nutzen Sie dazu auch die Fachkräfte, die es gibt in dem Bereich. Ich möchte Danke sagen. Ja, sehr gerne. Das war ganz toll.
hat viele Fragen gut getan für euch. Ja. Sind ein bisschen schlauer geworden. Ja, ich hoffe, das dient ja auch. Ein bisschen faul, da muss ich bewegen. Das ist ja, ich weiß ja. Männer sind das generell. Das ist so ein, das muss man nicht so ganz laut sagen. Männer sind eher so ein bisschen auf dem Sofa zufrieden. Und die aktiven Frauen möchten ihre Männer gerne unterwegs kriegen, so von Streitpunkt. Ist nicht so ganz einfach, das zu jonglieren. Da muss so ein bisschen eigener Tritt auch manchmal sein. Ich habe doch zum Beispiel auch die Therapie in Erbe und. Ja, ja. Da habe ich denn immer gleich gesagt, die Frau hat einen Punkt, der mir Sicherheit bringt. Ja. Und wenn das eine Wand ist, dann ist die Fingerwand, das schreibe ich. Ja. Aber das ist komisch. Und eine Schwäche hochlaufen hier mit den Beinen. Alles schon klar. Ja. Gutes Schuhwerk, gutes Sehen, auch ganz wichtig. Wir werden, wenn wir älter werden, immer Schwierigkeiten haben, auch das Lageempfinden im Raum optimal zu gestalten, weil eben unsere Nervenbahnen auch aus den Beinen älter werden. Das heißt, das merken Sie, wenn Sie duschen oder im Dunkeln laufen, dann ist man schon öfter mal dabei, sich am besten den einen Finger, der reicht schon. Ja, dem Körper das Signal zu geben, ich stehe gerade. Ja. Und wenn es dunkel wird und die Sicht wegfällt, gefährlich, Licht anmachen. Auch mal den unliebsamen Stock, Rollator oder Gehstock benutzen, um sich zu stabilisieren. Seien Sie da nicht zu alt in diesen Dingen, greifen Sie dazu, gucken Sie, ob es damit besser geht. Und wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, dann ist es manchmal schon so, dass man sagt, dann nehme ich halt mit, was sonst. Wir hatten früher Ketten, die waren etwas tiefer. Ja, kommen wir nicht hoch. Hatte ich Probleme durch die Arsch. Na klar. Jetzt haben wir uns schön geholt. Ja, einmal einen Po wippen oder ein bisschen. Ja, ja, ist so. Das sind so Kleinigkeiten, die man durchaus so gestalten kann, dass das Leben etwas einfacher wird und man nicht dauernd daran erinnert wird, dass da so ein Handicap da ist, das einen nervt. Und mir wurde immer gesagt, wie das ist, jeder hat gerne mal ein Bier getrunken. Geht das? Also, da muss man nüchtern bleiben. Es ist wie die Schokolade, die ich vorhin erwähnte. Sie dürfen mal sündigen, Sie dürfen ihr Glas Wein trinken, Sie dürfen Fläschchen Bier trinken. Und wenn es mal schön ist, auch mal ein zweites. Mein Gott. Das Problem ist das deutsche Regelmaß. Also in Deutschland das Regelmaß sind ja 3 Flaschen Bier. Und das ist im Prinzip eigentlich die Grundlage für Alkoholismus, den wir so ganz sublim tolerieren. Das ist zu viel, das ist für alles zu viel. Kein Nerv fällt es aus, wenn er jahrzehntelang immer 3 Flaschen Bier jeden Abend bekommt. Und irgendwann addieren sich diese kleinen Sünden in unserem Leben zu einer nicht mehr so ganz tollen Lebenssituation. Deswegen ist es so gut und wichtig, auch später noch, auch wenn wir älter sind, in Maßen diese Genussmittel zu sich zu nehmen. Gut, dann würde ich das als Abschlusswort nehmen. Ganz herzlichen Dank. Eine Frage, einmal. Eine Frage, müssen Sie gleich nochmal sprechen. Ja, gut. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es hat uns Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank, dass Sie beigetragen haben. Danke an die Technik. Und gleich auch dir. Und auch für die Menschen im Zoom, die uns begleitet haben. Wenn Sie Fragen gehabt hätten, Sie hätten sie stellen können. Wenn Sie keine haben, haben wir vielleicht fast alles beantwortet. Und ansonsten sind für solche Situationen natürlich dann letztendlich die Docs auch notwendig, die dann auch helfen können. Okay, alles Gute für Sie, einen schönen Abend. Ja.